Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von ASTI, Ihr Experte für Apple-Produkte, App-Entwicklung und IT-Full-Service. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des Spiels Borussia Dortmund gegen Dynamo Dresden mit den beiden Trainern Peter Nemeth und David Wagner. Ich darf Herrn Nemeth um seinen Kommentar bitten. Schönen guten Tag. Nach unserer Führung muss ich sagen, dass Borussia war ein besseres Spiel als wir. Wir waren richtig unter Druck und Borussia war sehr gefährlich und auch hochverdient Tor geschossen. Und nach dem Ausgleich haben wir uns sehr schwer getan, weil Borussia war bissiger, kämpferisch stärker als wir. Wir haben sehr viele Ballverluste, sehr viele technische Fehler. Aber wir gehen glücklich kurz vor der Pause in Führung und in zweiter Halbzeit wussten wir, dass Borussia wirft. Alles nach vorne, dass wir die Räume kriegen, die haben wir auch genutzt, haben wir noch ein Tor geschossen. Und am Ende war das sehr, sehr spannend, weil ja, Borussia hat einfach alles nach vorne geworfen. Die lange Bälle in unserer 16er waren immer gefährlich und ja, am Ende fahren wir glücklich mit 3 Punkten nach Hause. Danke. Danke, Herr Nemeth. David, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, erstmal Glückwunsch an Dynamo Dresden für die 3 Punkte. Ja, dieses Spiel kann einem wahnsinnige Glücksmomente geben und das kann auch für tiefe Enttäuschung sorgen. Das haben wir heute sicher auch spüren müssen, dass dieses Spiel auch für Enttäuschung sorgen kann. Wir haben eine herausragend gute erste Halbzeit gespielt in meinen Augen. Wir müssen diese Halbzeit normalerweise klar mit uns nehmen, klar führen, bekommen 2 Standardtore, 2 Eckballtore und sitzen in der Halbzeit und liegen 2-1 zurück. Dass dieses Momentum für die Jungs in der Phase, in der wir sind, natürlich nicht einfach zu verarbeiten und zu verdauen ist, ist in meinen Augen selbsterklärend. Wenn man so eine Halbzeit spielt und trotzdem zurückliegt in unserer Situation, macht das eigentlich größer. In der zweiten Halbzeit war es dann ein bisschen fahriger. Dresden hatte sicher gute Kontermöglichkeiten. Wir haben dann nach dem 3. Gegentor mit Zimmermann versucht, mit dem langen Ball auf dem 2. Ball aufs Gegenpressing zu agieren. Das haben wir eigentlich auch relativ ordentlich gemacht. Der Ball lag 4-5 Mal im Strafraum, aber nie irgendwie vor unseren Füßen, sondern immer vor den Füßen der Dresdner. Und dementsprechend haben wir den Ausgleich nicht mehr erzielt und dieses Spiel am Ende sicher sehr unglücklich verloren. Nichtsdestotrotz war es eine Leistung, insbesondere in der ersten Halbzeit, die für diese Situation untypisch ist, wie die Jungs das gemacht haben, hat trotzdem nicht dazu gelangt, weil am Ende zählen die Tore und hat Dresden heute 1 mehr geschossen wie wir. Standards gehört zum Spiel. Deswegen, wie gesagt, nochmal Glückwunsch an Dresden zu diesem Sieg. Dankeschön. Danke, David. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Der 3. Sieg in Folge, das kommt alles ein bisschen spät. Trotzdem, wie erklärst du dir jetzt diese Trendwende? Nie ist zu spät für die Siege, ja. Okay, ich weiß, was du meinst. Ja gut, wir haben auch die letzte Spiele, auch wenn wir die verloren haben, nicht schlechte Spiele, aber wir waren nicht gefährlich genug gefährlich in gegnerische 16 auch. Ich habe das, ich glaube, letztes Mal auch gesagt, gegen Duisburg war eine bessere Mannschaft, aber nur bis zum 16er. Wir haben ganz, ganz selten auch Tor geschossen und jetzt kriegen wir die Möglichkeiten. Die Jungs haben auch Selbstbewusstsein gewonnen in den letzten Spielen und jetzt klappt das alles. Aber das ist nicht erklärbar, sowas, dass plötzlich die Dinge reingehen. Das war ja heute nicht viel mehr Chancen, als die am Ende drin sind. Ja, aber die Jungs haben auch gut im Training gearbeitet und wir haben auch Sicherheit im Training gewonnen. Und ich freue mich, dass wir das auch bestätigen können. Auch die Spieler bestätigen können.